Also, ja, auf jeden Fall. Ganz woanders hin, als wie es hier gerade jetzt ist. Also außer vielleicht in diesem Raum, das ist ja vielleicht schon so ein bisschen Kommunismus, aber so sonst. Ja, und jetzt, von wem hast du die Idee? Ja. Noch eine Frage, Discordia. Was machst du, wenn du alleine auf einer Insel bist? Also ich bin übrigens gar nicht Discordia. Also das gibt's gar nicht. Das ist also Eris ist dann so. Die, ach, Eris. Entschuldigung, Eris. Ich habe mich so dolle sächsisch vorgestellt, dass es eigentlich hier noch schallt. Insel ist immer, nee, also ist für Göttinnen aber auch zu klein. Ist halt, also so ein Kontinent ist nett. So ein Kontinent, da hat man so ein bisschen Abwechslung. Du bist jetzt auch alleine auf einer Insel und du hast Hunger. Also ich meine, ich manifestiere mir dann halt was. Ist, also. Ja, aber bist du sicher, dass das wirklich so ist? Doch, vielleicht manifestiere ich mir auch ein Takeaway, weil das ist ja noch bequemer. So, noch ein Gebet vielleicht. Also hier vorne nochmal Mikro. So, ich wollte nochmal sagen, dass ich euch nicht irgendwie böse bin oder so. Also ich, also ich schätze den Dialog und ich wollte zum Abschluss sagen, also das heißt nicht natürlich, dass... Er ist nicht gecastet. Ich wollte die Leute, die sich also mehr für Philosophie interessieren, Wahrheitssuchende, Leute mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung oder die Leute, die Interesse an diesem Hack-Buch der Philosophie haben, wir können ja dann nochmal weiter, also jetzt danach hier vorne zum Beispiel noch weiter diskutieren, wer mag. Ja, so Ende des Werbeblocks, würde ich sagen. Super. Okay, ja, dann brechen wir das mal ab, sozusagen. Und also ihr könnt mich auch noch so verehren, dann kriegen wir noch hin. Thank you.